Servus und herzlich willkommen zum neuen Part hier bei Raft mit dem Sandman, der darum rennt und mit mir. Hallo. Hallo Sandman. Okay, das war jetzt aber kein Lackloch. Nein, das war kein Lackloch. Also, weil ich bin nämlich hier irgendwo, ich weiß jetzt, da ist es, ich hab's gefunden. Warte, ich hau mal das Ding weg. Hüpfen wir nochmal rein. Ja, also auf jeden Fall, dass ihr das jetzt mal wisst. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es vorher gezeigt habe. Ja, das Loch ist beseitigt. jedenfalls haben wir vorhin schon mal diese Spielwiese hier aufgebaut. Und das ist eigentlich immer interessant, hier zuzuschauen. Das ist... Du kannst ja in den Flugmodus gehen und ich baue. Und dann kannst du den Leuten ein bisschen erklären, was wir hier so fabrizieren. Ich würde trotzdem gerne hier, dass man ein bisschen schön außen rumgehen kann, habe ich jetzt halt mal hier noch zwei hingesetzt. Ja, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ja, wir haben das vorhin schon mal aufgebaut. Und zwar, wir konnten wieder, nachdem Sandman leider seine zwei Schiffe zerstört hat, brauchst du die Tür nicht hinmachen, oder? Naja, wie du magst. Ja, konnte ich quasi wieder auf die Spielwiese mitschauen und ich habe alles wieder gesehen. Schiffe waren halt weg. So, und dann haben wir angefangen, diese Spielwiese hier zu bauen, die wir jetzt quasi nochmal bauen müssen. Und tja, dann stieg plötzlich das Spiel wieder aus. Tja, und wir zwei sind verzweifelt. Und frustriert und genervt und angepisst. Genau, vor allem, wir waren so im Elan, als wir das Ding hier gebaut haben und alles beschriftet, ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine mit beschriftet, hatten dann endlich alles fertig, wir haben uns noch einen Kaffee geholt und dann ist das Spiel im Grunde abgestürzt. Also mich hat es rausgehauen aus dem Game. Und als ich mich wieder einloggen wollte, habe ich wieder nichts gesehen. Also anscheinend, das ist jetzt einfach mal unsere Vermutung, anscheinend gibt es tatsächlich ein Limit an Bauteilen, die man setzen kann. Wobei ich mir das eigentlich bei dem Game gar nicht erklären kann, warum das so sein sollte. Oder könntest du das? Ich weiß es nicht. Also ich wüsste nicht, ich weiß warum. Es auch nicht. Und das hat irgendwie keinen Sinn, weil dadurch limitieren die das Zusammenbauen ja total. Ja, absolut. Absolut. Weil gerade also wir werden zumindest bei unserem Boot-Let's Play nichts mehr weiter hinzufügen. Also an Grundfläche. Ja, genau. Also das bleibt bestehen, so wie es ist von der Größe her. Wir mussten halt jetzt im Grunde ausweichen und haben uns dazu entschlossen, eine weitere Spielwiese uns quasi zu kreieren, die Spielwiese Nummer 2. Und da der Sandman doch öfters mal auch kreative Zeit verbringt, haben wir das jetzt quasi auf seinem Game gemacht, wenn man so will, ja. Und ich steige quasi immer dann damit rein und dann überlegen wir uns halt gemeinsam, was wir für ein Montags-Special kreieren können. Die Idee heute kam auch wieder mal vom Sandmann. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt mit dem, was du ja vorher tun musstest. So ein kleines bisschen, denke ich, kam da der Anreiz her, oder? Für dieses Let's Play heute. Oder für dieses Special. Nicht, also mir kam der Gedanke nicht, wo ich meine Schiffe versenkt habe. Nein, da kam mir der Gedanke nicht. Okay. Aber irgendwie dachte ich mir so, wo ich dann die Wand vor uns gesehen habe, es könnte ja eigentlich was werden. Könnte hinhauen, ne? Ja. ich hänge jetzt die Schilder an die Wand. Mein Ernst jetzt? Ja, mein Ernst jetzt. Ja, ich mag die jetzt. Ich brauche jetzt echt einen Schluck Kaffee. Trink doch mal einen Schluck Kaffee.
Aber ist doch wurscht, du kannst deine doch am Boden stellen. Aber ich dachte mir jetzt gerade, warum soll ich die nicht hängen? Dann stehen sie ja gar nicht im Weg. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere oder die ein oder andere schon eine Vermutung, was wir heute hier veranstalten wollen. Und ich denke nicht, dass dieses Montag-Special heute kurz wird. Oh nein, das wird definitiv das längste, aber meiner Meinung nach wird es das coolste. Ja, mit, also nach Ninja würde ich sagen. Oder vielleicht auch noch vor Ninja. Also Collar Ninja, was wir da gemacht haben, das fand ich schon cool. Das war auch wirklich geil. Ja. Aber viel gewinnt war auch cool. Ja, irgendwie haben die ganzen Games hier bei Ruft, das Spiel im Spiel, irgendwie haben die alle so ein, ja, weiß nicht. Das gibt halt das Spiel einfach her, ne? Diese Kreativität. Und das finde ich halt schon cool. Das hatte ich bis jetzt noch bei keinem anderen Game. Also zumindest nicht so in der Art. Nee, hatte ich jetzt auch nicht, ne? So, ich bin jetzt ganz pervers. Ich stelle die Schilder tatsächlich auf beiden Seiten auf. Weil ich doch ein bisschen Leseschwäche habe. Was auf Distance das angeht. So, ich also. Das jetzt auch. Es dauert natürlich heute ein klein wenig wieder, bis wir die Spielwiese hier aufgebaut haben. Aber ihr werdet sehen, warum. Warum das so ein bisschen dauert. Mich würde mal interessieren, ob es schon so Favoritenspiele gibt oder so ein Favoritenvideo von den Montags-Special, wo der ein oder andere sagt, ja, das war sau cool oder das war mein Lieblings-Special, und das würde mich mal interessieren, ob es das gibt. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Also deswegen sagen wir auch immer wieder, Kommentare sind genial, wenn ihr uns gebt, weil ein Feedback ist irgendwie wesentlich mehr wert. Als jetzt ein Daumen hoch oder runter. Natürlich für die Wertung immer gut. Ein Daumen hoch oder runter, das ist wurscht. Aber ein Feedback gibt halt nochmal so einiges mehr an dem, was ihr eben so denkt. Was ihr davon haltet. Manche sind ja auch fleißig dabei, immer wieder mal ein Feedback zu geben. Ach. Und das freut uns natürlich echt riesig. Auch wenn es manchmal leider ein bisschen lang dauert, bis man antwortet. Entschuldigung. Aber naja. So, also ich gehe jetzt von der Wand weg, ja? Mit A, B, C. Okay. ja. Jetzt hat man schon ein kleines bisschen die Übung. Ja. Wir bauen das jetzt zum zweiten Mal. Ja, eben. Darum geht es auch wesentlich schneller. Vorhin kamen wir noch ein bisschen durcheinander. Manchmal E drücken, 1, wo? Ja. Man konzentriert sich da so drauf. Also du gehst von der Wand weg mit A, ne? Genau. Also von links nach rechts von 1 bis 12. Bei dir ist das A an der Wand. Wie an der Wand. Nee, so wie wir es vorhin. So wie wir es vorhin hatten. An der Wand selber sind die Nummern. Ja, aber ja gut, dein A ist genau da, wo meins auch ist. Sehr gut. Na dann. Oh, es ist grausam. Ja, da gab es halt vorhin ein klein bisschen Unstimmigkeiten über die Platzierung der Buchstaben und Zahlen. Aber das haben wir doch dann souverän gelöst, also. Ja, klar. Weißt du, was ich noch machen möchte? Durch das, dass es jetzt finster ist, sieht man erst einmal da vorne, wo die Fackeln sind, ist richtig schön hell. Aber hinten dran nicht. Also werde ich vielleicht noch mal so eine Halbwand ringsrum ziehen, wo ich dann auch noch mal Fackeln herhänge. Okay. Okay. Die Leute sollen doch auch was sehen. Das ist ja.
Oder? Eigentlich schon, ne? Ja. Oh, mein Alphabet hat jetzt mit Q angefangen. So wie IQ? Ich, genau. So. Und die zweite Reihe von A bis L ist gesetzt. Jetzt mache ich... Bis L? G, H... Wo habe ich mich jetzt vertippt? Jetzt habe ich irgendeinen Fehler. Oh, ich habe schon wieder ein Loch entdeckt. Juhu! A, B, C. Oh, ich habe zweimal B. Ich habe irgendwas falsch gemacht. A, B, C, D, E. C. Oh, Mann. K, L. Was habe ich denn da drüben falsch gemacht? Oh, meine Güte, C, D. Wie komme ich dann bitte nach J auf G und H? Ich weiß es nicht, aber ich habe zweimal ein B drin bei mir. Ja, wenn man im Labern auch noch ist gleichzeitig, ne? Ja. Ja. Der Kaffee wirkt noch nicht wirklich, also... Mein letzter Buchstabe ist jetzt ein L. Ja, genau. So, L wie leck mich, ich gewinn heute. Ja, das glaubst aber auch nur du. Schauen wir mal, das ist ja auch wieder so ein Zufallsding, also Glücksfall. Ja. So, also ich mach Halbbüsche hier hin. Dann kann ich nämlich da Laternchen setzen. So. 12 gemacht. Kann ich die so oben drüber klitschen lassen ein bisschen? So, weil dann wird es nämlich da hinten auch ein bisschen heller. Ups. Ja, Sabralot. Das Schöne ist ja jetzt halt auch schon wieder, ne? Wir nehmen jetzt dieses Montag-Special auf am Donnerstag, der Tag vor dem Livestream. Ja. Ja, weil wir es halt einfach nicht anders hinbekommen zeitlich. Und wir können ja quasi die Folgen für nach dem Livestream ja erst auch nach dem Livestream aufnehmen. Deswegen haben wir uns eben heute überlegt, dann nehmen wir eben schon mal den Montag-Special-Part auf. Genau. So. Und da können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen und den auch heute mal ein bisschen länger machen, genau. Was es auch länger wird, weil das Spiel, was wir vorhaben, das ist ein bisschen zeitintensiv, aber es wird spannend. Und weil wir haben beide morgen frei, deswegen auch morgen der Livestream. Ja. Genau. So. Ich habe mir jetzt 16 Stühle hergestellt. Das müsste von der Anzahl eigentlich so passen, wie wir es gesagt haben. 5, 4, 3, 3, nee, warte mal, 3, 2, 2, nee, Quatsch. 5, 4, 3, 3, 2. 5, 4, 3, 3, 2. Ja. Nee. Oh, dann brauche ich dann noch einen. Brauchen wir dann 17? Ach, egal. Ganz egal. Ich brauche jedenfalls ganz viele Fackeln. Weil ich die werde ich sowas von bombardieren, das sage ich dir. So. Es ist doch normalerweise so, wenn man einen Treffer hat, dann darf man nochmal, ne? Weiß ich nicht. Ich hab das Spiel, weißt du, wann ich das letzte Mal gespielt habe? Wahrscheinlich schon Jahre her, so wie bei mir auch.
Warte mal, du, was hast du gesagt? 3, 3, 5, 4. 5, 4, 3, 3, 2. 3 und ein 2er. Genau. Ein 5er, ein 4er, 2 3er, ein 2er. Okay. Und die Stühle sind ja quasi die Objekte. Genau. Ja. So, und Fackeln sind quasi die eigenen Schüsse. Genau. Ich die jetzt eigentlich? Ja, gut. Oh mein. Ach, verflucht, da bin ich verrutscht. Ach, verflucht, das kann ich nicht hinsetzen. Na gut. Tschüss, Schild. Tschüss, Schild. So, also ich habe hier immer noch irgendwo ein Loch. Flatsch. Soll ich das richten? Aber ich weiß nicht, ob das nicht noch das alte ist. Aber ich kann jetzt nicht mehr rüberkommen, wenn du deine Stühle schon gestellt hast. Habe ich noch nicht. Ach so. Ja, ja, ich warte eigentlich noch auf das Okay. Ich habe meine Stühle schon gestellt. Wie? Wo ist denn das Loch? Ah, da. Okay, ich hoffe halt jetzt einfach mal, also ich kann jetzt drüber laufen, ich hoffe halt jetzt einfach mal, dass ich nicht mehr reinfalle. Halt, nicht stellen, ich bin noch da. Wieso bist du noch da? Jetzt. Ja, ich bin jetzt bin ich wieder drüben bei mir. Okay, ich habe ja bloß den Stuhl schon mal vorbereitet. Ja, aber ich dachte, du willst den vielleicht irgendwie schon hinstellen oder so. Also im Flugmodus bist du ja unentdeckt. Ja. Und nur gerade, ne? Keine Diagonalen. Ja, ja. In Guckrichtung zu dir rüber. Also ich habe jetzt 2x3, 1x4, 1x5 und 1x2. 5, 4, 3, 3, 2. Genau. Na ja, dann passt doch. Oh meine Güte, also die Fläche ist schon relativ groß, oder? Muss ja, man sagen. Aber es ist ja der Ozean auch. Ja. Ei mei. So. Jetzt markiere ich das Ganze aber auch noch. Mit Schildern. Was? Wo tust du was machen? Ja, da wo ich die Stühle hingestellt habe, da werde ich auch ein Schild mit hinstellen, was das ist. Na, ein Schiff. Nee, das sind Stühle. Wir machen doch jetzt Stühle. Stühle versenken. Ja. Nein, das ist okay. Nein, das war jetzt ein Blödsinn. Man sieht schon, dass ich das, also wie ich das gesetzt habe, das sieht man. Ja, das passt. Anders geht's ja gar nicht. Ja. Okay, ich kann halt jetzt nicht mehr dazu sagen, weil sonst weißt du ja, was ich getan habe. Okay. Also. Im Grunde ist es ja klar, was wir machen. Also wir spielen ja Schiffe versenken und die Stühle, die wir da hergestellt haben, sind ja quasi unsere Schiffe. Da gibt es eben 2 Dreier, es gibt 4er, es gibt einen 5er und es gibt einen 2er. So, die Felder sind natürlich eingegrenzt hier von 1 bis 12 und von A bis L. Wenn Sandmann jetzt schießt, dann male ich mit meinem Pinsel,
wenn es Wasser ist, natürlich ein blaues Feld. Zack. Ich mache das natürlich wieder weg. Und wenn ich jetzt auf sein Feld schieße, dann stelle ich quasi eine Fackel. Das würde heißen, ja, es könnte sein, dass eben ein blaues Feld ist mit einer Fackel drauf. Oder wenn jetzt, wenn jetzt ein Stuhl getroffen wird, dann kann man den im Grunde ja rot anmalen, die Fläche unten drauf. Und man kann den Stuhl ja dann auch entfernen. Also sobald es versenkt ist. Also ich würde es halt entfernen, sobald es versenkt ist. Ja. Na? So. Und ich würde sogar sagen, zwecks des Auseinanderhaltens mache ich jetzt halt meine Boote den Untergrund weiß. So fällt es einfach ein bisschen mehr auf, meine ich jetzt halt. Also, Habe ich mir auch schon überlegt. Bei dir drüben müsstest du es ja nicht machen, weil das sehen die Leute ja leider nicht. Außer du nimmst es auf, dann kann ich es irgendwie Splitscreen zeigen. Da brauche ich dann nur die Datei. Da hätte ich aber jetzt schon aufnehmen müssen. Ja, das stimmt allerdings. Warum? Nee, ich habe es jetzt auch weiß gemacht. Ja, das ist ja okay. Darf ich mal gucken? Wehe. Nein, das mache ich nicht. Ich bin immer eine ehrliche Haut bei sowas. Vor allem auch Schiffe versenken ist im Grunde ein Glücksspiel, sag ich mal. Da gibt es auch keine... Also ich habe noch nie irgendwie gelernt, dass es da irgendwie eine Taktik gibt. Manche schießen dann immer quer übers ganze Feld, die anderen sagen, nee, die machen ein Feld nebeneinander. Also jeder macht es anders. Aber ich habe noch nie festgestellt, ob es da irgendwie eine gute Taktik gibt. Aber ein Treffer wird angesagt, ne? Ja, Treffer wird angesagt, weil in dem Moment, wo du jetzt auf mich schießt und du hast einen Treffer, darfst du ja nochmal. Okay. Genau. Also, und nochmal zum Mitschreiben. Wenn du schießt auf mich, ja, dann male ich das Feld, was du sagst, blau. Ja, zum Beispiel. Die Farbe, die du magst. Also ich würde blau sagen, ja, wenn es Wasser ist. Ich mach auch blau. Ja. Und wenn ich auf dich schieß, dann stelle ich eine Fackel. Ganz genau, auf das Feld, auf das du geschossen hast. Habe ich es verstanden. Ja, also wenn du A1 schießt, dann stellst du auf A1 bei dir drüben eine Fackel hin. Ja. Und ich mache bei mir dann halt dementsprechend entweder blau oder rot. Ne? Und dann sage ich halt Wasser oder Treffer, je nachdem. Ja. Okay. Okidokili. Mögen die Spiele beginnen, oder? Aber wer fängt an? Du darfst anfangen. Ich lasse dich jetzt anfangen, weil ich habe das letzte Mal beim Ninja gewonnen und beim 4 gewinnt. Also der Verlierer fängt an, oder wie? Ja, genau. Okay. Ich schieße auf 6. Wasser. 6, ja. D. Dora? Dora, ja. 6 Dora, das ist absolutes Wasser. Okay. Okay, und ich schieße auf 9. Emil. Das ist Wasser. Okay. Ich schieße auf 3. Emil 3. Verarsch mich doch. Treffer. Nein. Echt? Ja. Okay. Dann schieße ich nochmal auf Friedrich 3.
Wasser. Okay. Okay. Ich mache jetzt halt mal mit der Bertha 5. Wasser. Okay. Ich schieße auf Dora 3. Dora 3? Ich sag's ja ungern, ne? Treffer. Und? Achso, ich bin. Achso, ja. Nochmal. Natürlich, wenn du einen Treffer hast. Ja, Cäsar 3. Treffer. Und dann noch einmal auf Bertha 3. Treffer. Dann auf Bertha Anton. Auf 3 Anton. Auf Bertha Anton. Anton 3. Ja, damit hast du den Fünfer schon mal versenkt. So, also die 5 Stühle nehme ich jetzt natürlich weg, weil das ist ja untergegangen, dieses Boot. Oh, das ist ein roter Schandfleck hier auf meiner Karte. Okay, wo geht dein nächster Schuss hin? So, ich darf nochmal. Ich schieße auf 7 Gustav. Das ist Wasser. Und weil es so schön ist, schieße ich auf den gleichen Flecken. Gustav. Treffer. Jetzt echt? Ja. Da ist ein Treffer. Oh, shit. dann mache ich Friedrich 7. Moment, ich mache mal den Stuhl weg. Was Friedrich 7 ist Treffer. Wow. Okay, dann gehe ich weiter auf Emil 7. Emil 7 ist Wasser. Okay. Hast du dir irgendwie die Treffer extra gekennzeichnet? Ich mache mir jetzt einfach eine zweite Fackel dahin. Also ich habe die Treffer rot gemalt. Ja, bei das, was ja ich bei dir schieß, klar. Das habe ich bei mir ja auch. Nee, das, was ich bei dir getroffen habe, habe ich eine Fackel hingestellt und rot gemalt. Ja, aber wenn du das rot malst. Wenn du mich triffst, mache ich einfach die Stühle weg. Ach so, okay. Eigentlich ja Latte, Hauptsache du blickst es durch. Okay, du bist dran. Schieße auf Heinrich 5. Heinrich, wo bist du? Das ist hier und das ist Wasser. Eieiei. Okay, ich gehe jetzt mal auf den Jürgen 10. Jürgen. Jürgen 10. Ja. Ist ja ganz da hinten. Naja. Jürgen 10. Nein, ist Wasser. War dir das zu weit? Hast du alle Boote vorne? Ich habe das jetzt noch nicht versenkt, ne? Aber ich wollte jetzt irgendwo anders mal hinschießen. Du bist dran. Ich schieße auf Ida 10. Wasser.
gehe ich aber trotzdem noch mal ganz weit hinter, und zwar auf die Konrad 2. Konrad 2 ist Wasser. Okay. Ich schieße auf Jürgen 4. Wasser. Oh ne, warte mal. Jürgen 4? Oh, verdammt. Warte. Da war ich jetzt halt in der falschen Ecke. 1, 2, 3. Da habe ich die 4. Und da habe ich Wasser. Okay. Ich schieße auf die Emil 3. Emil 3. Ein ist Wasser. Okay. Ich schieße auf. Die 7 Emil. 7 Emil ist Wasser. Ja. Okay. Dann mache ich jetzt halt hier mal weiter. Die 7 Heinrich. 7 Heinrich, Treffer. Okay. Da es noch nicht versenkt ist, bin ich mal gespannt. Ida 7. Treffer. Oh wow, dann haben wir noch den Jürgen 7. Ah, den Jürgen Würgen. Treffer versenkt. Gott. Gott. Da habe ich auch deinen 5er weg. Dann feuere ich noch auf die Ida 2. Ida 2? Nein. Wasser. Mäh. Falsch. Ja. Ich schieße mal auf den Jürgen 7. Jürgen 7. Der Jürgen 7 ist hier und da ist Wasser. Fünf. Friedrich. Fünf Friedrich. Ja. Wasser. Oh May. Hier ist ganz viel Wasser. Ja. Ich schieße auf fünf Gustav. Fünf Gustav ist Wasser. Gut. Ich feuere auf die. Moment. 4 Dora. 4. 3, 4. Dora, Treffer. Oh! Krasses. Dann mache ich jetzt hier gleich mal weiter. Cäsar 4. Nein, Wasser. Okay. Ich schieß auf Dora 5. Das ist Wasser. Dann schieß ich auf die Dora 5. Dora 5 ist ja. Wasser. Also das gleiche halt, ne? Was du jetzt gerade ja geschossen hast, ja.
Ja, Wasser. Okay. Mann. Ich schieß auf Friedrich 5. Friedrich 5 ist Wasser. So, ich will das Schiff haben. Auf die 4, Emil. Emil 4. Ja, Treffer. Okay, das geht auch in die Richtung. Dann natürlich auf die Friedrich 4. Ja, Treffer. Versenkt. Okay. Einen von den zwei Dreiern. Dann mache ich mal Gustav 2. Gustav, wo ist denn Gustav? GGG Gustav und hier ist die 2. Nein, Wasser. Okay. Ich schieße auf den gleichen Fleck. Gustav 2. Okay. Das Wasser. Dann mache ich jetzt Dora 1. Dora 1. Nein, Wasser. Okay. Ich schieße auf Dora 8. Dora 8, jetzt hättest du mich da in die andere Richtung, sag mal. Aber das ist Wasser. Okay. Dora? Ne? Du hast schon deine noch ein paar mehr Schiffe gestellt, ja? Ja, was kann ich dafür, wenn du eine triffst? Ja. Ich würde sagen, Bertha 7. Bertha 7. Nein. Wasser. Okay. Ich schieße auf Cäsar 10. Cäsar 10. Wasser. Das gibt's doch nicht. Ich würde sagen, die Bertha 9. Bertha 9, nein, ist Wasser. Okay. Ich schieße aufs Gleiche. Bertha 9? Ja. Das ist Wasser. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf die Friedrich 11. Friedrich 11. Wasser. Gut. Ich gehe auf Friedrich 9. Das ist Wasser. Okay. Dann gehe ich jetzt mal auf die Dora 10. Dora 10. Treffer. Nein. Och, Mann. Ich sag mal, ja, das ist wirklich Glück. Ich weiß es nicht, du schaust dir ja das Video eh an, also dann siehst du, dass ich nicht gespickt habe. Ja. Cäsar 10. Ein Wasser. Okay. Bertha 11. Wasser. Ich sag Dora 11. Dora 11. Nein, ist Wasser. Au, halt. Wieder weg. Okay. Ich sag Emil 11. 11, Emil, ist Wasser.
So langsam, ne? Wird schon schwierig, Ja. noch durchzublicken. Also, Konrad, was ist Ja. das? 9. Konrad 9. Konrad 9. Nein, ist Wasser. Okay. Verwirr ich schon wieder, ne? Ach, K, warte mal, K, K, ne? Konrad. Konrad 9. Cäsar. Konrad 9. Trotzdem Wasser. Ein ist Treffer. Nee. Oh. Ich kann doch nichts dafür, wenn du deine Schiffe dahin stellst, wo ich hinschieße. Ach, Entschuldigung. Okay, warte mal, muss ich jetzt erst einmal das da fertig machen. Dora 9. Eines Wasser. Okay. Ich schieß auf Gustav 8. Gustav, da haben wir die 8. Und der Gustav, der ist ein Treffer. Oh. Wow. Mal gucken, Gustav. 8, ja. Heinrich 8. Treffer. Friedrich 8. Treffer und versenkt. Oh, siehst du, geht doch. Ja, vor allem in einem Lauf hier. Zack und weg ist. Dann schieß ich auf 6 Gustav. Auf den 6 Gustav. 6 ist hier. Hier haben wir 6 und hier haben wir den G-Punkt. Jawohl. Das passt. Das ist nämlich Wasser. Gut. Ich dachte schon, Treffer versenkt. Nee, nee, das ist nur ein feuchter Punkt. Das ist. Okay, ach so, okay. Ich will auch auf den G6. Nicht, wenn ich Kaffee trinke. G6, Moment. Auch nur feucht. Wasser, Wasser, okay. Wasser. Ah, das da habe ich ja immer noch nicht versenkt. Und da hinten habe ich ja auch noch einen Treffer drin. Mensch, lenk mich doch nicht ab. Ich schieße auf Ida 6. Ida. Ida ist da. Sieben, sechs. Bin ich jetzt noch richtig? Ja, da bin ich noch richtig, aber da ist Water. Okay. So. Jetzt gehe ich mal hier auf die 10. Emil. Emil Treffer. Genau, müsste auf jeden Fall ein Treffer sein. Und dann ist auch der Friedrich 10 ein Treffer. Und versenkt. Okay. Und dann habe ich ja da hinten noch was. Ich probiere es jetzt einfach mal. Den Ludwig 9. Ludwig 9. Nein, nichts. Water, Wasser. Okay. Ich nehme die 5 J Joachim. 5 Joachim. 5 Joachim und da ist ein Treffer. Dann 5 Konrad.
5, Konrad ist Wasser. So, ich wollte aber jetzt auch da in die Ecke schießen, verdammt. Konrad 4. Konrad 4. Nein, Wasser. Okay. Ich schieß auf in die Ida 5. Versenkt. Ui, das schwierigste Schiff habe ich versenkt. Ja. Das ist schon mal gut. Und da sagst du was, ne? Hau da mir den zweiten. Hey, was ist denn eigentlich noch alles bei dir da? Ein Dreier? Ein Dreier, ein Vierer. Ja. Das war's. Dann. Dann schieß ich mal auf Heinrich 11. Heinrich 11. Ich glaub's dir jetzt einfach mal, dass du nicht geguckt hast. Es ist ein Treffer. Okay. Nein, ich habe wirklich nicht geguckt, weil das würde das ganze Spiel kaputt machen. Ja, das stimmt. Nee, das glaube ich auch nicht. Um Gottes Willen. Dann Gustav 11. Nicht Gustav Ganz? Nein, Gustav 11. Das ist Wasser. Okay. So. Hi. Ich gehe auf die, was ist das für eine Zahl? Ich kann es nicht lesen, ist so weit weg. Die 6. Konrad. Konrad 6. Konrad 6. Nein, ist nix. Wasser. Ach, okay. Ich schieße auf Ida 11. Ida 11 ist Wasser. Hä? Was? Auf Heinrich 11 habe ich getroffen. Ja. Und auf Gustav? Auf Gustav 11 ist Wasser und auf Ida 11 ist Wasser. Dann hast du aber deine Schiffe ja alle auch längs, also quer und längs gelegt, oder? Genau, quer und längs, nur nicht diagonal. Ah, okay. Warum? Sollte das jetzt ein Hinweis für mich sein? Nein. Ja, weil das, also gerade linig halt, ne? Genau, also. Ja. In einer Linie, nicht über Eck. Ganz genau. Ja. Nicht digital. Ja. Aber dafür 3D. Genau. Ich würde jetzt mal sagen, die 11B. 11I. Beta 11. Beta 11. Hast. Nee, ist nix. Okay. Also, wohin wollen wir schießen? Auf Heinrich 10. Aha, Treffer. Ups. Dann auf Heinrich 9. Und versenkt. Das musste jetzt halt entweder der Dreier sein oder der Vierer, ne? Ja. Okay, dann ist das ja, und da auch hat, schon mal weg. Und da hatte ich am Anfang eben so, weil ich einen Dreier und einen Dreier hingestellt habe. Ja, und die haben sich dann eben so überkreuzt. Man hätte auch denken können, das ist ein Vierer und ein Zweier zum Beispiel. Aber war es nicht. Also es waren die zwei Dreier.
Ja, ist ja okay. Ja. Also, Angriff auf den letzten. Ja. Los. Gib mir die Zahl. Los. Ich schieße auf Cäsar 7. Treffer? Das ist das einzigste Stückchen, was bei mir noch ansatzweise frei ist von meinen Treffern her. Also ich gehe jetzt, wirklich nach dem, wo noch Platz ist für ein Schiff. Okay. Dann auf Cäsar 8 ist ein Treffer. Moment, ich habe eine Reihe und eine Reihe. Dir fehlt weg. Ein Zweier. Dir fehlt der Vierer. Fünfer. Cäsar 6. Treffer. So, jetzt ist 50-50. Ja. Nach vorne oder nach hinten? Eigentlich ist es ja wurscht, ne? Du musst ja noch zwei Schiffe von mir. Eins musst du noch finden und zwei musst du noch versenken. Stimmt, das da hinten, das muss ich noch versenken. Zwei versenken? Eins musst du noch finden. Naja, halt. Das eine, was du noch finden musst. Ach so, und das, ja. Was du gefunden, an das, was du gefunden hast, musst du noch komplett versenken. Genau. Okay. Na gut. Ich schieß auf Cäsar 9. Versenkt. Ach nein, echt jetzt? Meine komplette Flotte vernichtet. Oh, ich geh ins Wasser. Oh. So, heute darf ich mal nach unten gucken. Oh. Komm, oh. Komm mal mit rüber. Ich habe mir dann ab und zu gedacht, mal so eine Art Dingsen bauen. Oh, da war der Zweier bei dir. Und deswegen, ich dachte, dass wir die Boote nur längs legen. Nee, also längs und quer. Ja, und also, halt nur gerade. Nur nach gerade. Und für mich war das gerade. Ach so, du hast nur. Ja, okay. Aber das ist ja wurscht. Das musst du ja trotzdem erst einmal finden, die Dinger. Ja, klar, freilich. Also ich wäre jetzt nicht anders vorgegangen wie jetzt gerade. Aber also da, wo du jetzt im Grunde die Fackeln hingestellt hast, da hast du hingeschossen. Genau. So, wo ich hingeschossen habe, hast du was gemacht? Gar nichts. Gar nichts? Weil nee, Ich denke mir nur gerade, deswegen schaut es hier bei dir so leer aus. Weil du, bei mir drüben habe ich ja dann wirklich alles, was du geschossen hast, habe ich dann blau gemacht, was Wasser war, oder dann eben rot, wo die Schiffe standen. Genau, aber das hat mich persönlich ja nicht interessiert, wenn es Wasser war. Ja, das stimmt. Weil, ne, daneben ist daneben. Mich haben ja eigentlich nur die Schiffe interessiert. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen den Überblick, wo ich noch nicht hingeschossen habe. Schau dir, geh mal in die Vogelperspektive, geh mal hoch. Ich wundere mich halt nur, wie du dann zum Beispiel erkennen könntest, wo ich schon hingeschossen hatte. Weil es hätte sein können, dass ich vielleicht zweimal aufs gleiche Feld schieße. Weil ich vergessen habe, eine Fackel zu setzen. Aber das ist ja dann dein Problem. Ja, im Grunde schon. Im Grunde ist das richtig. Schau dir das mal von oben an.
Das ist krass, so. Aber am Rand sind wir gar nicht gegangen, ne? Nee. Das ist Wahnsinn. Ja, ist doch cool. Cool, ja. Absolut. Hat richtig Spaß gemacht, aber ja, war echt cool. Ja, das auf jeden Fall. Also Leute, wenn es euch auch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Ich hoffe wirklich sehr, es hat euch auch gefallen. Vielleicht war es ein kleines bisschen langweilig für den einen oder anderen, es könnte ja sein. Weil ich meine, wir haben ja echt rumüberlegt, hatten vielleicht ein paar Schweigesekunden dabei. Also, ansonsten, also ich finde das cool. Mal schauen, ob uns noch irgendwas einfällt. Nee, war echt lustig, war cool. Oh Gott, wenn ich das jetzt als Screenshot mache, warte mal, dann müsste ich jetzt ja quasi mal hier und dann müsste ich mal hier und da und so, hätte der Hai nicht ein bisschen warten können, dann hätte ich dich mit auf Bild gehabt. Komm raus, Hai, da. Ah, das hat gepasst, denke ich. Habe ich meinen Screenshot auch gleich fürs Thumbnail. Oh ja, komm, lass uns mal hier posen, auf der einen Seite vielleicht. So nebeneinander stehen und in eine Gucke richten, in eine Richtung gucken. Dann kann ich nochmal. Okay, und jetzt bitte lächeln. Lächeln. Hey, ich lächle doch schon. Siehst du das nicht? Ja, cool. Also, Punkt geht definitiv an Sandman heute. Ah, ist das toll. Okay. Also, ja, das tut dem Ego gut. Leute. Ja, das ist klar. Mir nicht. Aber das passt schon. Das ist ein absolutes Glücksspiel, finde ich. Schiffe versenken. Ja. Du triffst oder eben nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Bitte hinterlasst uns unbedingt einen Kommentar, wie ihr das gefunden habt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr auch dann morgen wieder einschaltet zu einem neuen Part von Raft. In dem Sinne vom Sandman ein schönes Cheerio oder was sagst du? Tut nicht, was wir nicht auch tun würden. Genau, und ich sage einfach ciao, ciao. Ciao. Ciao.